So, wie viele Runen haben wir jetzt eigentlich? So, flinker Schatten. Oh, du kannst dich im Schleichmodus schneller fortbewegen. Das ist schön. Jetzt müssen wir mal gucken, was wir hier noch so nicht brauchen. Gossen mal. Ja, das ist wirklich nicht so wichtig. Machen wir flinker Schatten. So. Und wir speichern einmal, nachdem wir jetzt einmal mit dem geflötet haben wieder. Ah nein, weißt du was? Ich mache ein neues. Ich mache einen neuen Speicherstand. Ich meine, wir haben ja hier den Dings getötet. Ich meine nicht, dass es irgendwie einen Unterschied macht. Geht hier noch irgendwas? Nicht so, ne? Gehen wir jetzt wieder zurück? Nicht, hier steht Rücklauf. Aber von hier aus kommen wir da nicht dran, ne? Also, ich werde schon noch wieder zurück in die Kanalisation müssen. Und die haben uns hier die Waffen gegeben, damit wir im Fall der Fälle... Also, ich hoffe zumindest, dass man jetzt hier nicht weiterkommt. Ich denke, vielleicht brauchen wir ja das, den Generalschlüssel. Vielleicht hätten wir hier so oder so hingemusst. Oh, das hat doch geklappt. Hallo? Schon wieder hier am Rumbaggen. Hier, das hatten wir schon geholt. Hier waren wir auch schon. So, und... Hallo? So. Hier war ja irgendwo der Typ, der da rumlag. Der kommt jetzt gleich. Da kommt er jetzt. So. Ja. Riechen. Hier geht's zum Kanalisations zurück. Hier war der doch. Wo ist denn der jetzt hin? Wir konnten ihm leider keinen Whisky geben. Ist er gestorben jetzt? Ja, wir hätten hier eh hingemusst. Oh. Oh, irgendwer ist krank. Im Monat der Netze besuchen uns vielleicht Ärzte von den anderen Inseln. Das glaube ich nicht. Der ganze Ort ist vor die Hunde gegangen. Ich weiß nicht, ob die aggressiv sind oder nicht. Ich speichere nochmal. Einen neuen Speicherstand. Haben Sie ihn mitgenommen? Ja, er ist in Sicherheit. So gute Nachrichten. Unser Junge ist in Sicherheit. Das ist er. Der Kapitän war anständig und dein Cousin war an Bord. Verhalten wir uns ruhig und treffen Sie morgen. Wir verschwinden bald. Gut, wir können uns heute Abend diesen Apfel teilen. In einer Woche sind wir auf Eddies Bauernhof in Morley. Ich weiß, dir gefiel es dort nie, aber wir drei werden wieder vereint sein. Okay, das ist alles, was zählt. Sir, haben Sie meinen Mann gesehen? Er heißt Jake und trug ein blaues Hemd. Leider nicht. Ich würde dir gerne helfen. Ich habe nichts. Ich will doch gar nichts. Aber es wäre schön, wenn du mich durchlassen würdest. Ich schwöre, ich habe nichts Wertvolles bei mir. Ich habe gehört, dass einige die Seuche überlebt haben. Das muss eine Lüge sein. Hallo?
Haben Sie meine Frau gesehen? Dunkle Haare, etwa so groß. Sie heißt Sarah. Leider nicht. Zurück. Okay, du bist schon am Husten, sagst du, ja? Ich vermute. Kriechen überall herum. Eine Wohnung. Aber die scheinen hier alle sehr nett zu sein. Halbe Stadt ist tot. Wir werden keine 3 Monate mehr überleben. Mir tut das echt leid. Tja, habt ihr eine schöne Barrikade gemacht, die ich jetzt wieder für den Arsch mache. Aua. Hallo? Klappen wir auch gut, oder? Okay, also die gehen auf Distanz, die Mistviecher. Vielleicht mal so ein kurzes Getränk. Was höre ich denn hier? Mana Elixier. Wenigstens 1,9. Okay, aber wo geht's jetzt hier lang? Oder wo geht's hier weiter? Wow. Gucken wir mal hier. So. Da haben wir uns jetzt mal ein bisschen gegönnt. Gut. Wir haben ein ganz schönes Stück geschafft. Und jetzt zur Tür zum Hound Pits Pub. Okay, Gegner eliminiert, das war Slackjaw. Sonderaktion. Deine Waffen und Ausrüstungsgegenstände zurückgeholt. Der Lumpengriffen geholfen, Slackjaw zu kochen. Ich weiß nicht, ob das gut war. Hound Pits Pub, die Kaisertreuen. Du bist zum Hound Pits Pub zurückgekehrt, um dort nach deinen alten Verbündeten zu suchen und um herauszufinden, was sie mit Emily gemacht haben. Natürlich. Okay. Cecilia. Bitte, nein. Oh, Sie sind's, Corvo. Den Sternen sei Dank. Wir dachten, Sie wären tot. Alle bis auf Samuel. Er schien sich sicher, dass Sie überlebt hatten. Ich sah ihn auf dem Fluss, bevor das Gemetzel begann. Er war schlau genug, nicht an Land zu kommen. Und er ist sicher noch draußen. Sucht vermutlich nach Ihnen. Zuerst sagte Pendleton, es sei Zeit für unseren Bonus. Havelock stand hinter ihm und auf ein Zeichen hin schoss er jedem Einzelnen in den Kopf. Wie bei seinen Zielübungen. Lydia blieb kaum Zeit zu schreien. Ich wäre auch tot. Hätte Wallace nicht gesagt, dass nichts passieren wird. Pendleton entschuldigte sich und dass niemand wissen dürfe, was sie getan hätten. Martin trank und schien traurig. Der Admiral wollte Callista erschießen.
Dann murmelte er etwas über einen Gefallen, den er ihrem Onkel Kernow schuldete. Sie sagten, Sokolovs Zeit sei reif und gingen zum Käfig. Was danach war, weiß ich nicht. Ist Piero dann auch tot? Emily war dabei, als das Gemetzel begann. Armes Kind. Ich hoffe, sie hielt die Augen zu. Der Admiral sagte, Morton habe recht. Sie sprachen wohl darüber. Und dann haben sie sich Sorgen gemacht, für all ihre Taten gegen den Lordregenten hingerichtet zu werden. Deshalb haben sie sie wohl auch vergiftet. Ich fürchtete, Lydia würde mich noch verraten. Stattdessen verfluchte sie Havelock. Und starb. Krass. Also... Lydia ist die Einzige, die mich freundlich behandelt hat. Glaube ich dir. Aber weißt du was? Es ist halt einfach wirklich ganz, ganz schwierig. Diese Situation ist super schwierig. Die Emily, ne? Die wird eine richtig harte Kaiserin werden. Die wird niemanden mehr gönnen. Wenn das... Du musst mal überlegen, was hier passiert ist. Du musst mal überlegen, was hier passiert ist. Die hat das alles mit angesehen. Ich wusste gar nicht, dass es mich gibt. Ja, besser so für dich, oder? Sei mal froh. Okay, ich speichere mal. Du arme Sau, kann ich nur sagen, ganz ehrlich. Die haben mir Tollbus hingestellt. Wenn wir bis dahin überleben, siehst du das Chaos hier? Ganz ruhig. Einer der Offiziere sagte, er sei tot. Vergiftet und in den Fluss geworfen. Der ist lange weg. Maske in den Fluss geworfen und weg. Das würde ein normaler Mensch tun. Aber nicht er. Du musst den Verstand eines Kriminellen verstehen. Kriminellen, ja. Sie hätten das Caldwell-Mädchen von ihm ferngehalten. Die ganze Zeit. Und sie hätten ihn in einen Käfig gesperrt. Und nur nachts rausgelassen. Den Verstand eines Kriminellen, hä? Was macht er dann jetzt? Er wartet. Beobachtet uns. Mit der irren Maske. Kommt näher. Noch näher. Und noch näher. Bis... Hör auf damit. Was ist an Corvo überhaupt so interessant? Wen hat er besiegt? Ein paar Oberaufseher? Ein paar Edelleute? Keine Chance gegen Männer wie uns. Jetzt hoffe ich, dass er sich zeigt. Ich will sehen, wie du um Hilfe rufen zu den Tallboys hinter uns rennst. So wie du, letzte Nacht. Was hätte ich denn machen sollen? Stehen bleiben und mich mit Steinen bewerfen lassen? Das waren nur Kinder. Das war eine Bande. Ich hoffe, Lord Regent Havelock hetzt denen die Tallboys auf den Hals. Boah, du kleines Arschloch. Kindern. Der auf dem Thron wird wohl kaum die Seuche beenden. Oberaufseher Martin sagt das Gegenteil. Er sagt, wir wurden verflucht, als Corvo die Kaiserin tötete und dass die Ratten nie gehen würden, bis wieder eine Caldwin auf dem Thron säße. Er sagt, Corvo sei mit dem Outsider im Bunde. Ja und? Auf dieser Stadt liegt ein Fluch. Das stimmt. Ich versuche immer noch den Dienst im überschwemmten Bezirk zu vergessen. Erinnere mich nicht daran. Bevor wir gehen, werde ich noch etwas aus dem Keller mitnehmen. Ein paar Flaschen Wein für uns. Pass nur auf, dass sich Corvo nicht da unten versteckt. Vielleicht hattest du recht mit ihm. Wahrscheinlich verstecke ich mich im Keller, oder? Ich muss jetzt nochmal, weil ich will das Gespräch nicht nochmal hören müssen, wenn ich was falsch mache. Ich würde jetzt mal ganz dreist behaupten. Jetzt kommt der Taube wieder her. Vielleicht nicht so die coolste. Wird er uns sehen? Unheimliches gesehen. Verzieh dich. Genau in dem Moment, oder was? Du hast Bart. Stinkt bis hier rüber. Das geht nicht.
kommt man auch nicht hoch. Und so darüber, das bringt das gar nichts. What the fuck habe ich jetzt gemacht? Hab ich gefettfingert? Ja, komm schon. Das ist so schwer manchmal, ne? Willst du dich einfach verpissen? Es ist dein Ernst, oder? Es ist dein Ernst. Okay. Nein. Irgendwas Unheimliches gesehen? Nicht jetzt, bitte. Ah, wahrscheinlich. Was ist eigentlich passiert? Achtung, Bürger von Dunwall. So. Iron Burroughs, der frühere Lord Regent, hat abscheuliche Verbrechen gegen die Bürger von Dunwall gestanden. Er wird ins Gefängnis von Coldridge überführt, bis seine Strafe von rechtmäßigen Behörden festgelegt wird. Weißt du, was mich interessiert? Ist jetzt alles leer, ne? Hier war das Zimmer von Pandy. Dem Idioten. Hier war mein Zimmer. Eins höher. Hier ist Emily. Sonntags heute Abend auf Whisky und Zigarren treffen. Kein Zweifel. Speichern nochmal. Wie sieht's aus? Unsere Männer versuchen immer noch ins Labor einzudringen. Ist verbarrikadiert. Wir vermuten, Piero Joplin ist drin. Der verrückte Naturphilosoph. Beweise deuten darauf hin, dass Anton Sorge. Er pisst dahin, wo unser Bett stand. Hallo? Finde ich jetzt nicht so geil. Aber hier steht Emily. Vorsichtig, da mag es fallen gehen. Heißt das, er hat jetzt auf Emily gepisst? Ja, Sir. Alle Diener wurden kurz vor unserer Ankunft hingerichtet. Mit einem Entermesser. Senor, rette Piero und Sokolov. Nimm Kontakt zu Piero und Sokolov in der Werkstatt auf und tritt die Werkstatt über den Balkon auf der Flussseite. Der kleinkalibrigen Pistole. Würde ich machen. Als sei Corvo durchgedreht, bevor er verschwand. Lass keinen Stein auf dem anderen. Natürlich. Das gibt es. Ja, nice. Wechselläufer auf alle Posten. Und wachsam bleiben. Corvo ist der gefährlichste Mann im Kaiserreich. Und er kann nirgendwo mehr hin. Ich hätte nicht gedacht, dass er nochmal Ärger macht. Du kannst dich nicht mehr lange verstecken. Oh, shit. Wo bist du? Da, wo du nicht bist. Ich weiß, dass du hier angeht bist, Abschau. Nenn dich nochmal Abschau, dann bist du gleich welcher. Emily. Brief von Emily. Corvo, erinnerst du dich daran, wie ich dir von einem besonderen Bild erzählt habe, das ich für dich gemalt habe? Das hier ist es. Ich weiß nicht, wohin du gegangen bist, aber ich hoffe, dass du es dir ansiehst, wenn du zurückkommst und dass es dir gefällt. Ich würde es gerne mit zum Dunwall Tower nehmen. Heute Abend sind alle irgendwie komisch. Samuel hat Callista etwas über einen Signalwerfer erzählt, die sie benutzen soll, um ihn zu rufen. Er sagte ihr, die Tür zu meinem alten Turm abzuschließen. Ich habe gehört, wie der Admiral den anderen gesagt hat, dass wir heute Abend zu einem Leuchtturm auf Kingsborough Island reisen werden. Ich hoffe, dass du vorher wieder zurück bist, Emily. Krass, guck mal, sie hat einfach so ein großes Bild gemalt. Das hat sie echt gut gemacht. Die ist toll, sie ist kreativ und lieb. Ganz tolles Mädchen, weißt du? Die nutzen sie alle nur aus, ey. Das
regt mich so auf, ne? Die haben es gar nicht verdient, dass ich den... Was ist das denn? Schutzklappe benutzen. Was zum Teufel ist eine Schutzklappe? Was bringt das? Warte, ich speichere nochmal. So, gucken wir mal. Ups, ich bin ein bisschen zu weit. Emilys Turmschlüssel. Wo soll ich denn dran kommen? Ein Turmschlüssel. Von Pyrrhus Werkstatt. Es ist wohltuend, mit jemandem von meinem Niveau zu reden. Da stimme ich zu. Ihre Entlassung von der Akademie war ein Verbrechen gegen die Naturphilosophie. Das hätten Sie auch damals schon sagen können. Aber warum meinen Groll hegen? Ich habe ein paar Fragen. Zum Elixier, ja, wir müssen über Ihr Klinikum reden. Warum haben Sie keine homöopathische Lösung probiert? Wo hätte ich die Versuchspersonen finden sollen? Ich kann nicht wie Sie einfach Gefangene einbestellen. Doch so war ich gezwungen, einen anderen Wirkstoff zu nutzen. Gewonnen aus... Den Flusskriechern, ja, das dachte ich mir. Kombiniert können unsere Methoden sich verstärken. Einzeln sind sie offenbar nicht so wirksam. Hm. Okay, jetzt arbeiten die vielleicht doch zusammen. Tja, es war zu schön, um wahr zu sein. Die Verschwörer wollten den alten Piero für ihre Zwecke einsetzen und ihn dann verschwinden lassen. Aber sie haben einen Fehler gemacht und mir einen Verbündeten gebracht, der fast so schlau ist wie ich. Meister Sokolov und ich werden uns hier drinnen verschanzen, bis wir die Schergen aus dem Weg sprengen und zur Akademie fliegen können. Leute, wenn wir das überleben, ne? Das brauchen wir alles gar nicht. Corvo, gut zu sehen, dass Sie noch leben. Die Stadt wäre nicht dieselbe, wenn Sie nicht mehr bei uns wären. Ja, freut mich, dass ihr gut klarkommt. Ich habe Pyrrhus' Arbeit an einem Blitzpfeiler beendet, gerade eben. Mit diesem Gerät senden wir ein starkes elektrisches Signal durch das Nervensystem unserer Gegner, die daraufhin bewusstlos werden oder zu einem Häufchen Asche. Ich habe ihn so justiert, dass wir vor der Wirkung sicher sind. Der Blitzpfeiler wird nur in der Gegenwart unserer Feinde aktiv. Dieser Blitzpfeiler ist wirksamer als sein Vorgänger. Er besitzt eine größere Reichweite und eliminiert unsere Gegner, während er uns ignoriert. Ich brauche nur noch eine letzte Sequenz aus dem Bauplan des Geräts. Okay. Evlock hat ihn studiert, bevor das Gemetzel losging. Bringen Sie den Bauplan zurück. Er war in seinem Schlafzimmer, bevor er verschwand. Hoffentlich ist er immer noch dort. Sie mögen ein geschickter Kämpfer sein. Doch leider sind Sokolov und ich nicht mit diesem Talent gesegnet. Kein Problem. Ist unser Tod nur eine Frage der Zeit. Wir können das Gerät in Gang setzen oder Sie können alle unsere Gegner nacheinander ausschalten. Das ist allein Ihre Entscheidung. Ich würde das schon mit dem Blitzpfeiler machen, ne? Aber ich möchte bitte, dass Sie nur betäubt werden. Materialien habe. Weiß ich. Explosivgeschosse? Nein, wollen wir nicht verbesserte Rüstung? Verbesserte Rüstung ist gar nicht schlecht. Wir haben sehr viel Geld. Gönnen wir uns erstmal die.
Nein, den Rest brauchen wir einfach nicht. Ich meine, wirklich nicht.